Ja, guten Tag, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Gäste, liebe Panelteilnehmer und Referenten. Ich freue mich ganz herzlich, Sie unmittelbar nach dem Mittagessen begrüßen zu dürfen, am dritten Tag der Medientage. Spannende Voraussetzung für eine spannende Diskussion. Wir haben heute ein sehr interessantes und vollgepacktes Programm für eine Stunde. Wenn wir ein paar Minuten überziehen, sehen Sie es uns bitte nach. Ich hoffe, wir kriegen eine spannende Diskussion mit den sehr interessanten Gästen, die ich jeweils individuell noch mal vorstelle, wenn Sie auf die Bühne kommen. Die Namen kann man vorne hier schon lesen. Wir haben Vertreter internationaler Unternehmen, wir haben Vertreter von den Medien, wir haben den führenden TV-Hersteller deutschlandweit und weltweit hier zu Gast und wir haben zwei tolle Marken, die sich den Fernseher erobern wollen, über den wir heute sprechen. Technologie und Content ist das, was uns ja seit zig Jahren bewegt. Immer ist entweder der eine oder der andere schuld, warum diverse neue Technologien oder neue Konzepte nicht funktionieren. Am Ende des Tages geht es ohne die Technik nicht und ohne den passenden Content nicht. Und da wir über Fernsehen sprechen, geht es ja immer über Zielgruppen und Quoten. Ich glaube, auch das ist ein Thema, über das wir uns heute unterhalten werden. Die Zielgruppen und die Quoten, die diese Partner, mit denen wir zusammenarbeiten. Mein Name ist Gerd Weiner, ich bin der Geschäftsführer der MacMedia GmbH. Wir sind Spezialisten, um Unternehmen ins Fernsehen zu bringen. Marken, keine klassischen Broadcaster, sondern diejenigen, die in der Zukunft auch die Möglichkeit sehen, im Wohnzimmer, wo das Lagerfeuer des Konsumenten brennt, direkt mit dem Kunden in Kontakt zu treten. Und darüber wollen wir heute sprechen. Das heißt, wir werden heute nicht über den klassischen Kannibalismus zwischen linearem TV und nonlinearem TV sprechen, worüber ich auch überhaupt keine eigene Meinung zu habe, weil das letztendlich der Endkonsument entscheidet. Das heißt, letztendlich sprechen wir über neue, smarte Geschäftsmodelle, die sich Marken und Unternehmen für sich entscheiden, wenn sie den Fernseher für sich erobern wollen. Und da die Technik wieder eine spannende Rolle spielt, haben wir den Marktführer Samsung eingeladen, wo uns der Vice President Consumer Electronics später einen Insight geben wird, wo wir hier heute stehen. Mein kurzes Intro ist relativ simpel. Es gibt so gut wie keine Zahlen, Daten und Fakten über dieses Business, weil die Werbetreibenden, die im klassischen linearen Fernsehen aktiv sind, dieses Randthema für sich noch nicht entdeckt haben. Vielleicht bringen wir heute ein klein bisschen Licht ins Dunkle. Wenn Sie sich die Zahlen angucken, sprechen wir heute über 50% der Haushalte, die bereits ein Smart TV nutzen. Die große Unbekannte davon ist, wer macht tatsächlich etwas hier? Die Anschlussquote ist enorm hoch, sie steigt exorbitant an. Dass zusätzliche Content-Angebote genutzt werden und im Lean-Back-Modus man nicht mehr das anguckt, was man vorgesetzt bekommt, sondern für sich selbst entscheidet, das nimmt deutlich zu. Hier befinden wir uns aber in einer tiefen Wolke, die noch nicht so richtig durchdrungen ist. Aber letztendlich wird der Fernseher immer interessanter, auch für andere Unternehmen, die Bewegtbild für sich als Kommunikationsmittel entdecken oder eben auch den Fernseher, ähnlich wie das Smartphone seit 2008, erst in unseren Händen und in unserer Nutzung Mehrwerte für jeden einzelnen Konsumenten gebracht hat. Genau darüber wollen wir heute sprechen. Also wenn jemand den linearen Abgesang auf das klassische Fernsehen erwartet, ist er hier bei uns falsch. Wir gehen ganz stark davon aus, dass es keinen Kannibalismus gibt, sondern dass der Fernseher einfach emanzipiert wird, dass der Nutzer emanzipiert wird und dass letztendlich zusätzliche Erweiterung und Ergänzung des Angebotes an Inhalten auf das Fernsehgerät kommen. Und letztendlich ist jedes Unternehmen, jede Marke seines Glückes Schmied, diesen dritten großen digitalen Screen im Wohnzimmer für sich zu entdecken. Am klassischen linearen Konsum von Fernsehen hat sich nichts getan. Also ich habe jetzt mal nur die letzten 6, 7 Jahre hier aufgezeigt. Das sind marginale Bewegungen, die sich jährlich ein bisschen unterscheiden. Trotzdem wird das Fernsehgerät mannigfaltig zusätzlich genutzt. Also glaube ich, dass durch die vielen Möglichkeiten eine Erweiterung stattfindet. Und wenn man von der Vernetzung aller digitalen Kommunikationskanäle ausgeht, spricht man theoretisch eigentlich nicht mehr von irgendwelchen Produkten, mit denen man etwas tun kann, sondern man kann die digitalen Inhalte auf allen Geräten nutzen. Und Sie haben die einfache Möglichkeit, sie miteinander kommunizieren zu lassen. Also diese technischen Hürden, diese Baustellen, all diese Schwierigkeiten, die wir in der Vergangenheit hatten, die sind eigentlich nicht mehr präsent. Der Konsument wird schlicht und ergreifend für sich entscheiden, was er tut. Er wird den Fernseher weiterhin im Lean-Back-Modus nutzen und wenn er interaktiv werden möchte,
dann sei ihm das gegönnt, die Möglichkeiten werden da sein. Neue smarte Geschäftsmodelle erobern den Fernseher. Letztendlich geht es darum, dass nicht nonlineares Fernsehen den linearen TV, die TV-Nutzung kannibalisiert. Es geht darum, dass der Konsument die Möglichkeit hat, sich persönlich zu emanzipieren, so ähnlich wie er das auf dem Smart-TV, auf dem Smartphone gemacht hat. Sie haben die Situation, dass es durch Smart-TV-Apps ganz andere Möglichkeiten vorhanden sind, sich heute auf dem Smart-TV zu präsentieren. Das Nutzungspotenzial dieses digitalen Screens wird sich um ein Vielfaches erweitern und wir werden in 4, 5 Jahren ähnlich darauf sehen, wie denn sich das Fernsehgerät entwickelt hat, wie wir vielleicht 2012 auf das Mobiltelefon geguckt haben. Und last but not least haben Marken die Möglichkeit, ihren digitalen Flagship-Store, ihre persönliche Kommunikation, Produkte, Vermarktung, was immer sie möchten, direkt zu ihrer Zielgruppe zu transportieren. Und darüber wollen wir heute sprechen mit einer in illustren Runde an Gästen. Und der erste Teilnehmer, den wir hier begrüßen dürfen, das ist der CEO von Norwegian Media, ein norwegisches Unternehmen. Seine Präsentation ist in Englisch. Wir wollten auch ein bisschen internationalen Kolorit in diese Runde bringen. Ich glaube, wir Deutschen sind nicht immer in allen technologischen Neuerungen Vorreiter. Wir sind sehr, sehr oft Bedenkenträger. Wir gucken uns aber sehr oft auch die besten Möglichkeiten dann letztendlich an. Und Norwegian wird ein bisschen über die Situation sprechen, was denn in Norwegen inzwischen letztendlich in diesem Bereich aktiv ist und wie die Technologie sich entwickelt hat und wesentliche Kostentreiber reduziert haben. Denn letztendlich geht es um die Distribution von digitalem Content, was vor wenigen Jahren noch ein unglaubliches Kostenelement war, wird letztendlich immer preiswerter. Und ich bitte den CEO von Norwegian auf die Bühne, AJ Anand, der uns einen kleinen Insight geben wird, was in Norwegen präsent ist. AJ, bitte. Es wird einen kleinen Moment dauern. Wir haben tatsächlich noch technische Baustellen zwischen Apple und der klassischen Welt von Microsoft. Gibt es immer noch Kompatibilitätsschwierigkeiten. Ich glaube, das, was ich gerade propagiert habe, wird uns wahrscheinlich, zumindest meine Generation, noch ein Leben lang begleiten. Ich nehme inzwischen hier Platz und gucke mir das mit Freude an und hoffe, dass das, was wir vorher versucht haben umzusetzen, jetzt auch klappt, nämlich einen smarten Übergang zwischen den Welten Apple. Thank you for a wonderful introduction. I understood every word of it. It was lovely. It was a pleasure. I think it's been an absolute question for us in any industry, wherever we are, where human beings are going, whether they're within the automobiles or the wheels or the mobile industry. We think about what are happening to the devices, whether the mobiles are becoming bigger devices, whether they're becoming smaller, whether the television, which was in the center of your living room, whether it's coming back just a bit smarter. But in order to take that question further, I'm here to speak for 10 minutes to introduce the topic for this afternoon. My name is Ajay. I'm the CEO of Norwegian Media. We're a Scandinavian TV streaming products company. We've been working with streaming products for over 10 years. And today we're talking about a bit of a niche topic within this niche industry. I think within the introduction of smart TVs and apps, there are many topics within this little niche industry. And I think what I have picked is an aspect of how complicated it's become, how simple the human mind is. And that is the biggest question. Today, when you turn on the smart TV, you have a huge choice of applications. Television, the end of smart TV, is no more the core of what it is all about. When I look for pictures on the internet and I see which are the most recommended apps, I see YouTube and I see Netflix and I see other TV apps, but I also see some other non-TV relevant applications. The TV has become so smart that your mobile has gone to the center of your living room.
We do other things on the smart TV. We look at the apps that we're used to looking at our mobile. We look, check our fitness. We do IT things. We look at just concerts. We have applications for new reading the newspaper on the television. We're also doing things that we're basically not used to doing sitting on our couch at home because we can't move that smart TV anywhere else. Now, Samsung and Google, they're competing with the question is who has the most number of applications? Oops. I think that question is going to become a competing question for the next 1 or 2 years while we fix our technology in the meantime. The division of applications is the biggest question today. I think in terms of the division of applications, there are so many applications, you need to know what is going on in the TV and in these applications. In 2015 and the beginning of 2016, the biggest questions that we had was search and recommendations, the recommendation of what needs to be viewed by end users and which app needs to be promoted more. There are hundreds and thousands of applications. Google Play is claiming to have the most number of applications. And that is not the crowning glory. The crowning glory is what is inside these applications is the question. If I don't know that there's a show called House of Cards inside Netflix, how am I going to find it? TVs are becoming smarter. We're trying to make search and recommendation go beyond just the applications. We're looking at it to see what is inside these applications. Television content in itself is changing by the day. No more are George Clooney and Julia Roberts the biggest stars in the world. There are other stars that you can find in these applications if these devices allowed you to search beyond what you can actually see. I don't know how many of you know PewDiePie. I consider him to be the biggest star in the world today in terms of video. He's a Swedish YouTube star who has 48 million subscribers. Just to give you perspective, Netflix has 70 million worldwide. Yes, it's paid, but a subscriber is a subscriber. He has 2 to 5 million people viewing his clips every day. This, for me, is a superstar. But if I don't know who PewDiePie is, how am I going to find him? How am I going to know that he's a part of the YouTube application? Devices are becoming smarter finally in 2016 and 2017, and they will grow to become smarter. But when we do find PewDiePie, how will he become a part of our life? The concept of television in itself is changing by the day, and I think we need to figure out how close can we introduce content, television, or non-television content, which is all entertainment, into our lives and lifestyle. We're looking at this EPG, or an electronic program guide, for so many years now, and I think it's ridiculously boring. Nobody is making it look any better. But then again, it works. But is it adapting to our lifestyle? Is it introducing any more than linear channels into our lives, into the center of the TV? The idea of bringing content into this, and not just content, our lives. I want to know that after watching a match of football, I want to go and get a quick beer. That is my schedule. It's not the broadcaster schedule. It's not the television schedule. This is my device at home, my family's device, and I want it all to be one and conceptually the same. I don't think this exists, and I don't think I'm preaching that this should be the future. I think that we should need to think about what the smart aspects of television and TV content should be. When we look at one of the shows in Norway, the most popular show on NRK, which is our public broadcaster, is one of the most intelligent things that I've ever seen this year. It's called Scam. It's a television show which is not really on TV. It's across all social media. It brings in 4 young stars. It's their lives on Instagram, Facebook, chat. They put pictures of themselves. And essentially, you go to their website through the week, nrkp3.com, and you find this show going on every hour of the day or whenever they feel like posting something. It's a feed. At the end of the week, on a Friday afternoon, they make this an episode. It's the most spoken about show between our friends and people in Scandinavia. And I think when Norwegians are looking at a target group of 14 to 18, pre-millennial target group, which is going to become the biggest target group eventually, we need to get into these lives.
It's nothing but a long feed of what these kids are doing. They're going to a party on Saturday afternoon. They're taking a video and posting it on the site themselves. They are tweeting about it a bit later, about an after party that they're a part of. Everybody is extremely involved, even with the pictures of their SMSs between the stars. We're going into the lives of stars, and that is the core of entertainment. It does become an episode. They do have TRP ratings. They do have advertising. And that's where we monetize it. I call all of this a conceptually aspect of TV Sans Frontières. I think television and video and any industry in the world shouldn't have barriers. It shouldn't have any restrictions of us saying there's video in television. Maybe there isn't. I'm not sure about it. When people say content is king, it's completely incorrect. It's the consumer who's king. When a consumer wants something, they essentially go to a supermarket. Commodities are always going to be there, and that's the whole point of what we're going to become. Essentially, I might choose Netflix because they've got amazing Hollywood content. I might like sports, and I might pick up Sky Bundesliga as well. It does the job for a certain while, but Netflix, are they investing in German content for me? And I'm not happy about it at all. So I'm going to put it back, and I'm going to get content that actually caters to my needs. It's going to change by the month, by the week, and that is going to dictate who is going to win. And I think as a commodity, these are the things that we need to pay attention to, whether it's content, whether it's the price level, whether it's the marketing. It's how you get to the end user is the most important. How long you stay there is the biggest question to be answered. TV Sans Frontières is beyond that. It's not just what content marketing or anything is going to be. It's about, in the future, devices won't possibly matter. We're talking about smart TV today, and probably we'll speak about holography in 2017, and I look forward to doing that in about 1 year's time. Tusen takk is thousand thanks in Norwegian. Actually, thank you very much. I think it's a very interesting insight in where digital TV, non-linear TV can go to. And if I understood you well, this show you speak about in Sweden, so during the week it's social media driven, and at the weekend when the big audience is there, they use a big screen in a television show. And it becomes a show, yes. And it becomes a show. Very, very interesting. So thank you very much. See you later. Maybe we have some questions to you. I'm sure at least I have one. Yeah. Vielen Dank an der Stelle. Das war eigentlich die Idee, ein bisschen den Mindset zu erweitern hier bei uns. Wenn es darum geht, weil wir denken ja nun doch alle, oh, wir werden nachher sehen, ob Apple auch technisch und jetzt brauche ich, glaube ich, nochmal Hilfe an diesem Gerät. Ob das Gerät das ausgehalten hat, werden wir parallel dazu gleich sehen. Also wir haben auch ein bisschen Action in diese Veranstaltung mit eingebaut. Ich hoffe allerdings, dass wir nur die sehen, die wir eingeplant haben. Ja, wo war ich stehen geblieben? Ich glaube, ich würde gerne den Bogen spannen von diesem internationalen Blick, wie sich Fernsehen auch für andere Zielgruppen entwickeln. Weil wenn wir es genau nehmen, ist das Fernsehgerät letztendlich das digitale Medium, was uns von Kindesbeinen an bis ins hohe Alter begleitet, 3 bis 99, glaube ich, ist die offizielle Beschreibung dieses Themas. Und wenn Sie all die unterschiedlichen Nutzen, das Nutzungsverhalten und die unterschiedlichen Zielgruppen der Zukunft irgendwie adressieren wollen, dann kann das nicht mit den klassischen bestehenden Strukturen stattfinden. Ich überbrücke mal, bis das Apple-Gerät am Leben ist. Es lebt. Würden Sie die Präsentation von Herrn Kai Hillebrand, Vice President von Samsung, öffnen für mich? Das wäre sehr, sehr lieb, den ich jetzt ganz herzlich hier begrüßen darf. Vielleicht einen kleinen Applaus. Er hat sich die Mühe gemacht, hier und heute herzukommen, um uns einen kleinen Einblick zu geben, wie das der Weltmarktführer für Fernsehgeräte, der deutsche Marktführer für Fernsehgeräte macht. Und wenn es, glaube ich, um das Thema Smart TV geht, auch hier der absolute Marktführer ist. Und wir sind sehr neugierig, wie Samsung als Marke, die ja die Bildqualität immer in den Vordergrund rücken, mit dem Thema Content umgeht, der mehr und mehr auf dem Screen transportiert wird. Lieber Kai, herzlichen Dank fürs Kommen. Danke, Gerd. Die Bühne ist deins. Einen langen Tag, der Danske.
I have to continue now in German, unfortunately, because I think I will give a lot of answers to actually points raised by you. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlichen Dank, dass ich hier präsentieren darf. Mein Name ist Kai Hillebrand. Ich leite bei Samsung die Division CE, Consumer Electronics, und unter anderem fällt da als wichtigster Bereich TV drunter. Und wir stellen uns logischerweise, na, kommen wir nicht hin? Das ist jetzt ein Windows-Laptop. Geschwind wie ein Windeskind. Sehr schön, danke schön. Wir stellen als Samsung, als Hersteller logischerweise die Frage, wie Sie sich auch als Experten von Content, Medien und Werbung die Frage stellen, wo geht die Reise hin mit TV? Und das ist genau, was mein Vorredner letztendlich sicherlich links und rechts ein bisschen provokant auch dargestellt hat. Wo geht die Reise hin? Ja, so sieht es im Wohnzimmer aus. Und was immer wieder gesagt wird, Fernsehen ist tot. Was auch anmoderiert wurde von Gerd Weiner, lineares Fernsehen wird nicht lange überleben. Das stimmt absolut nicht. Wir haben es gerade in der Präsentation von Gerd Weiner gesehen. Prima Daumen sitzt der deutsche Konsument fast vier Stunden pro Tag vor dem Fernseher. Und somit kann man nicht behaupten, dass dieses Medium tot ist. Das Lagerfeuer der Nation, auch nach dem Aus von Wetten, dass, ist immer noch am Lodern. Das ist ein Ding, was sicher ist. Wir nutzen den Fernseher zu Hause, um Informationen zu sammeln, einfach mal zu entspannen, Fußballspiele zu sehen oder einfach mal mit Freunden gemeinsam eine schöne Zeit zu haben. Was wir wohl machen müssen, ist, müssen Fernsehen und vor allem das Medium Fernseher neu definieren. Das würde ich in den kommenden Minuten gerne mit Ihnen machen wollen. Schauen wir uns erst einfach mal an, was im Markt passiert ist in den letzten Jahren. Fernsehen ist lebendig, Fernsehen ist smart. Gerade in der Präsentation war zu sehen, 50% der Fernseher im Wohnzimmer sind mittlerweile internetfähig. Und wenn wir mal einen Blick nach vorne werfen, dann gibt es für 2017 eine Kaufbereitschaft beim Konsumenten von fast 19-20%. Und diese Konsumenten bei der Befragung haben ganz klar gesagt, wir wollen einen neuen Fernseher kaufen, weil wir einen internetfähigen Fernseher haben wollen, der neuesten Smart-TV-Generation. Und die GfK prognostiziert, dass Richtung 2019 schon von unseren 38 Millionen Haushalten 30 Millionen Fernseher smartfähig sein werden in den Haushalten. Das ist eine Gigantenzahl und das wird letztendlich auch die Entwicklung von Smart TV unglaublich vorantreiben. Wenn wir darüber nachdenken, wie das Smartphone unseres Leben erobert hat, nicht? Vor einigen Jahren wurden diejenigen mit dem ersten Smartphone als Tech-Geeks gesehen, Mensch, was muss ich mit so einem Produkt machen? Und mittlerweile können wir alle gar nicht mehr ohne. Wir kommen nicht mal mehr ins Flugzeug rein oder ohne Smartphone oder wir wissen nicht mehr, wo wir hinfahren müssen, wenn wir mal keine Karte haben. Ich glaube, keiner von Ihnen hat noch eine Karte im Auto. Das Smartphone hat unglaublich viel geändert in unserem Leben und hat für Smart TV den Weg gerade gemacht, hat für Smart TV Pionierarbeit geleistet. Denn wir merken ganz klar, dass das Verständnis des Konsumenten des Nutzens von Smartphone auch ein ganz klares Verständnis für das Nutzen von Smart TV bedeutet. Wir als Samsung haben eine lange Evolution hinter uns. Das Bild, was Sie gerade in der vorherigen Präsentation sahen, war ein Gerät aus 2011. Das war unsere Smart Hub aus 2011. In der Tat grauenvoll, ganz viele Apps, sehr unübersichtlich. Den ersten Smart TV mit internetfähigen Funktionalitäten haben wir 2009 eingeführt. Und ich denke gerade für diejenigen, die hier für die Medienanstalten und für die Werbung verantwortlich sind, eine Zahl von 9 Millionen soll man erstmal über die Zunge zergehen lassen. Das ist, was wir als Samsung alleine verkauft haben seit 2011 an smartfähigen Fernsehgeräten. Wir haben noch ein bisschen mehr verkauft, weil nicht alles smartfähig war. Aber das ist prima Daumen die Zahl, die wir in dem Markt veräußert haben, wie keine andere Marke. Und wir haben auch in diesem Bereich einen Marktanteil von über 50%. Wieso ist das möglich? Weil wir als Samsung, Sie sehen es an der Zahl, sehr große Summen täglich investieren in Forschung und Entwicklung. 36 Millionen US-Dollar, das ist schon eine anständige Zahl, da kann man was mit anfangen. Und eine der Innovationen ist Smart TV. Der Erfolg von Smart TV aus unserer Sicht kommt letztendlich aus zwei ganz klaren Faktoren zustande. Das eine ist die Verfügbarkeit von sinnvollen, qualitativ hochwertigen Inhalten. Das andere ist aber eine immer besser werdende Bedienbarkeit. Gucken wir uns mal das Thema Inhalte an.
Es war anfänglich auch gezeigt worden, ist Linear TV tot oder nicht? Da müssen wir ganz klar sagen, nein, es ist nicht tot. Und das ist auch gut so. Wir sehen, dass in den Altersgruppen, wie sie im Markt da sind, unterschiedlichstes Verhalten sind, was das Nutzen von Linear TV betrifft. Ich würde aber gerne mal jetzt die Zielgruppe von 14- bis 19-Jährigen hervorheben wollen, wo man sieht, dass 41% dieser jungen Leute nach wie vor täglich Linear TV schauen. Aber man sieht natürlich auch, dass sie andere Sachen machen. Was wir wissen, ist, dass von diesen 41% sehr oft auch ein Second Screen gleichzeitig während des TV-Schauens genutzt wird. Sei es, um einfach was anderes zu schauen nebenbei oder auch um Twitter-Kommentare live zu einem Programm zu liefern. Und genau diese Jungen, dieses junge Publikum treibt extrem voran einen ganz, ganz wichtigen Trend, nämlich den Trend von Video on Demand. Der Hype von Video on Demand ist ganz klar ungebrochen. Denn das, was gerade mein Vorredner auch sagte, die Menschen wollen nicht mehr um genau 20.15 Uhr am Sonntag alles stehen und fallen lassen, was sie gerade machen, um den Tatort pünktlich zu sehen, sondern man möchte gucken, wann man selber möchte. Wenn die Zeit da ist, wenn der Raum und der Platz da ist, dann möchte ich meinen Inhalt anschauen, so wie ich es mir am liebsten vorstelle. Und das ist genau dasjenige, wenn wir uns das Nutzungsverhalten von Video on Demand anschauen, was diese junge Zielgruppe auch der älteren Zielgruppe vormacht. Wenn wir anschauen, dass kostenfreie Mediatheken nach wie vor die meistgenutzten Video-on-Demand-Angebote sind im deutschen Markt, sehen wir aber anderen Seite auch die kostenpflichtigen Streaming-Portale wie Netflix, Amazon oder auch Maxdome sehr hohe Wachstumsraten. Und diese unterschiedlichsten Anbieter fordern sehr stark die traditionellen Medienanstalten heraus, indem sie ihre exklusiven, mittlerweile sogar auch exklusiv deutschen Produktionen erstellen. Schauen wir uns an, was YouTube macht. YouTube kreiert Personality Channels und kreiert eine neue Liga von Popstars. Gerade wurde es genannt, ein Schwede, wo, glaube ich, ganz viele von uns nicht gehört hat, hat 40 Millionen Follower. Das ist ja einfach sensationell. Was ich interessant finde, man braucht wahrscheinlich, um so eine zielreiche Weite zu haben, gar nicht mal viel können. Man muss einfach nur Präsenz haben auf YouTube. In dem Sinne habe ich auch eine Chance, nach meiner Karriere noch was anderes zu machen. Aber Fakt ist, dass auch diese YouTuber mittlerweile in unserem normalen Medium-Welt angekommen sind. Weil, wenn wir mal drüber nachdenken, DSDS, die neue Jurorin in der Runde, ist die Shireen David, die eine YouTuberin ist, die letztendlich außer YouTube bisher noch nichts gemacht hat in ihrem Leben, was Medien betrifft. Und jetzt ist sie halt in einem DSDS-Programm anwesend. Die klassischen TV-Sender lassen das alles nicht auf sich. Die sind natürlich auch sehr stark dabei, Smart TV zu sich erkennen und Smart TV zu durchdringen. Unterschiedliche Sachen werden gemacht, vor allem die Mediatheken werden immer umfangreicher. YouTube-Channels werden intensiv genutzt. Und was ich sehr interessant finde, sind die hohen Investitionssummen, wie zum Beispiel ARD und ZDF, in einen Kanal, einen Online-Only-Kanal Funk gesteckt haben, ganze stolze 45 Millionen Euro, um dort letztendlich die Jugendlichen zwischen 14 und 29 Jahre abzuholen. Mit anderen Worten, man kann ganz klar sagen, es herrscht eine Goldgräberstimmung in Contentland, es wird massiv investiert und es gibt einen sehr, sehr hohen Konsumentenanreiz, um diesen Content zu nutzen. Jedoch, was nutzt mir der beste Inhalt, wenn ich letztendlich kein adäquates Endgerät habe? Hier haben wir ein Beispiel einer exklusiven, durch einen Streamer angebotenen Serie, Narcos, die für sehr, sehr viel Geld erstellt wird. Und die Frage, die man sich stellen muss, möchte ich mir das anschauen auf einen 65 Zoll in UHD-Qualität mit einem wahnsinnigen Kinosound oder möchte ich mir das anschauen auf ein 10 Zoll Tablet? Ich glaube, die Antwort ist klar und deutlich. Der Konsument möchte zu jeder Zeit seine starken, tollen Inhalte bei leichter Bedienbarkeit auf einem Big Screen sehen. Und jetzt kann man sich natürlich sagen, okay, Big Screens. Am Wochenende habe ich eine Anzeige eines Händlers gesehen, wo ein Big Screen aus China zu kaufen war, 65 Zoll für unter 1.000 Euro. Das ist ein absoluter Brecherpreis für den, der es nicht weiß aus meiner Industrie. Aber am Ende ist die Frage, ist der Konsument glücklich mit diesem Gerät oder nicht? Und das ist dasjenige, wo wir bei Samsung heilig von überzeugt sind. Wir müssen uns auf die Konsumentenwünsche konzentrieren. Ich bin da voll bei meinem Vorredner. Es geht nicht darum, wer hat den besten Inhalt, sondern wer hat letztendlich die beste Bedieneroberfläche und wer holt den Konsumenten am besten ab. Und wir als Samsung sagen, ein Gerät muss komfortabel sein und einfach zu bedienen sein. Und das bringt mich letztendlich zum zweiten Zugpferd, was ich Ihnen gerne präsentieren möchte, neben dem Inhalt. Das ist nämlich die Bedienbarkeit.
Wir als Samsung haben in diesem Jahr, ich hatte gerade gesagt, das war eine 2011-Oberfläche, in diesem Jahr haben wir eine komplett neue Oberfläche entwickelt, die Sie hier links sehen. Und diese Oberfläche hat eigentlich die TV-Welt komplett geändert. Ich nenne Ihnen mal ein paar Beispiele. Das erste ist, wenn Sie Geräte anschließen wie einen DVD-Spieler, eine Satellitenbox oder auch eine Playstation, sind diese Produkte nicht mehr zu finden unter dem bekannten HDMI 123 oder extern 123. Nein, sie werden auf dieser Hub einfach als Kanal gezeigt. Also das Produkt steht da drin als das, was es ist. Ich brauche also nicht mehr hin und her zu springen. Ein zweiter Punkt, den wir gemacht haben, wir haben gesagt, der Konsument hat keine Lust, extrem lang zu browsen, bevor er dort ist, wo er sein möchte. Und somit haben wir unsere Jeder-Klick-zu-viel-Philosophie umgesetzt und haben gesagt, ich muss mit maximal 3 Klicks genau dorthin kommen, wo ich möchte. Das heißt, ich habe die Smart Hub geöffnet und ich muss innerhalb von 3 Klicks zum Beispiel zu meiner Lieblingsserie von Netflix gelangen. Ein anderer Punkt, den wir gemacht haben, wenn ich das Gerät ausschalte, wir kennen es von früher, hast du das Gerät wieder angeschaltet, hattest du ARD, was normalerweise auf 1 gespeichert wird. Bei dem neuen Smart TV kommt genau der Fernseher, fängt wieder dort an, wo ich den Fernseher ausgeschaltet habe. Und wenn das in einer App war, in einem gewissen Streaming-Content, dann werde ich genau dort den Fernseher auch wieder anschalten. Das ist alles schön und gut, aber wie bediene ich denn dieses Gerät? Wie bediene ich diese wahnsinnige einfache Oberfläche? Wir haben in diesem Jahr eine neue Fernbedienung eingeführt, wo wir auch sehr viel Respekt vor haben, ob das wirklich akzeptiert wird vom Konsumenten. Wir haben direkt nach der Einführung der Geräte auch eine Erhebung gemacht, wie die Akzeptanz ist. Und die Akzeptanz ist außerordentlich positiv. Das, was ich gerade sagte, dass die Peripheriegeräte integriert werden in das Smart Hub, hat auch die Fernbedienung in sich. Der durchschnittliche Deutsche hat 5 Fernbedienungen im Wohnzimmer liegen, hat auf der Fernbedienung im Schnitt ungefähr 30 Tasten und ich garantiere Ihnen, 99% der Konsumenten haben von diesen 30 Tasten bestimmt einige nicht angefasst. Was wir in diesem Jahr gemacht haben, und es ist eine Revolution, die Fernbedienung kann jedes Peripheriegerät steuern. Ich brauche die anderen Fernbedienungen nicht mehr, das heißt, ich bleibe in der intuitiven Bedienung, so wie ich sie jetzt vor mir habe, bleibe ich mit diesem Produkt. Und wenn wir uns mal etwas mehr im Detail anschauen gegenüber dem Vorjahresmodell, das ist rechts die 16er, links sehen wir die 2015er und ich denke, es leuchtet schon ein, wir gehen allein schon von Tasten her, von 42 Tasten auf 11 Tasten. Der Konsument kann einfach diesen Wahnsinn sonst gar nicht mehr folgen und kann das Gerät gar nicht bedienen. Er muss es sehr intuitiv bedienen, wie er es von seinem Smartphone kennt oder auch von seiner PC-Umgebung. Das ganze Thema von unserer Smart Hub steht oder fällt logischerweise mit dem Betriebssystem. Und dort haben wir vor 2,5 Jahren eine, denke ich, recht sinnvolle, aber auch gewagte Entscheidung getroffen. Wir haben das Tizen Operation System ins Leben gerufen. Wir haben mit Tizen erstmalig ein System, wo man Apps, Werbung und ganze Markenwelt in einem TV-Betriebssystem integrieren kann und abbilden kann. Für den Konsumenten hat Tizen einen ganz klaren Vorteil. Letztendlich ist es eine einfache, intuitive Bedienung. Es ist ohne umständliches Klicken oder langes Laden, komme ich auf die Apps. Ich habe einen geringeren Energieverbrauch, mehr Leistung und mehr Sicherheit. Der eine oder andere sagt, Tizen, das ist auch ein Proprietary-System. Am Ende ist zum Beispiel HTML5 und JavaScript ist embedded in der Software und somit kann jeder der Entwickler sich mit Tizen anfreunden, weil es im Prinzip die Standard-Tools sind, die er eh in seinen Programmierungen nutzt. Wichtig ist auch, durch eine spezielle Sicherheitsstruktur werden DRM-Inhalte zuverlässig geschützt und letztendlich ist der Entwickler komplett frei in der Gestaltung des User-Interfaces. Und was ich sehr wichtig und sehr interessant finde, Tizen ist als Operating-System entwickelt für eine Mehr-Bildschirm-Technologie. Mit anderen Worten, Cross-Device-Targeting, ein Tizen-App auf dem Fernseher funktioniert auf dem Smartphone, funktioniert auch auf einem Tablet oder auf einem PC. Und das bedeutet nicht nur für den Konsumenten technologisch, dass er einfach auf die gleiche Art und Weise abgeholt wird, viel wichtiger für die Vermarkter unter uns in diesem Raum. Ich kann also den Konsumenten auf seinem Weg über diese unterschiedlichsten Produkte gleichzeitig mit meiner Werbebotschaft abholen. Zum Stichwort Werbebotschaft würde ich gerne 2 Themen hervorheben wollen, bevor ich zum Schluss komme.
Das eine ist die Brandworld, die wir mit der Mac Media aufgesetzt haben. In der Brandworld haben wir es geschafft, unterschiedlichste Marken zu integrieren in einer Samsung Brandworld App, die direkt ganz dominant auf der unteren Seite, sprich der wichtigsten Seite unserer Millionen installierten Smart TVs hervorgehoben wird. Also man sieht zum Beispiel YouTube, Netflix, MaxDome und man sieht Brandworld. Und innerhalb der Brandworld kann der Konsument dann für sich selbst konfigurieren, welche Marken für ihn interessant sind, mit welchen Marken er sich täglich, wöchentlich, monatlich anfreunden möchte, um zu schauen, ob diese Marken, als Beispiel Audi, neue Videos haben, neue Produktvideos zeigen und letztendlich auf einem 65, 65, 70, 80 Zoll Fernseher in bestmöglicher 4K UHD-Auflösung diese Produktvideos sich anschauen. Das ist ein absoluter Breakthrough. Das hat es bisher noch nicht gegeben. Das gibt es auch exklusiv bei uns. Aber wie gesagt, mit unserer Position im Markt, glaube ich, sind wir auch da der richtige Partner. Ein anderes Thema, was ich gerne hervorgeben möchte, weil ich genau auch bei meinem Vorredner anschließen möchte, ein klassischer EPG, ein klassischer Program Guide ist in der Tat rather boring. Was wir geschafft haben, ist mit den Partner TV Digital einen neuen EPG-Systematik ins Leben zu rufen, der über eine App gesteuert wird, wo auf eine sehr einfache Art und Weise der Konsument zugreifen kann auf Content und in dem Moment, wenn er darauf klickt, geht er sofort zu diesem Kanal oder zu dieser Quelle. Das heißt, ich brauche nicht noch umzuschalten, irgendwo anders hin. Das ist eine komplette Integration der unterschiedlichsten Quellen, die ein Fernsehen bespielen. Ja, meine lieben Damen und Herren, das war es von meiner Seite. Ganz herzlichen Dank. Ich freue mich noch für den Herrn Rother, Frau Karstadt, was gleich präsentiert wird. Und später haben wir dann auch kurz unseren Dialog. Dankeschön. Wunderbar. Lieber Kai, besten Dank. Jetzt haben wir das Thema Technik hinter uns. Weil die größte Hürde der Vergangenheit war ja Technik. Jetzt würden wir gerne den zweiten großen Themenfeld näher rücken und das ist das Thema Content. Letztendlich hatte ich vorher gesagt, keiner weiß heute genau, wie werden denn diese zusätzlichen Applikationen genutzt. Ich glaube, uns wurde gerade sauber aufgezeigt, dass sich das Fernsehgerät massiv verändert und vorbereitet hat auf die Herausforderungen in der Zukunft. Die Zielgruppen und die Nutzer werden sich deutlich verändern. Eine Marke, die für Vorsprung durch Technik steht, verändert sich auch enorm und in einer unglaublichen Geschwindigkeit. Und ich freue mich sehr, dass wir heute einen Gast hier haben, Herrn Wolfgang Rother, Head of Digital Communication von Audi. Vielen von Ihnen vielleicht aus seiner 20-jährigen Tätigkeit im TV-Umfeld bekannt, der uns ein wenig Insight liefert, was denn Audi von erster Stunde an für Erfahrungen mit einem eigenen Markenkanal hat. Und ich glaube, er hat uns eine spannende Präsentation mitgebracht und danach werden wir uns in ganz neue Gefilde bewegen mit Frau Annika Karstadt von DJI. Willkommen auf der Bühne, Wolfgang, herzlichen Dank für dein Erscheinen. Vielen Dank, herzlich. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich glaube, es ist schon viel gesagt worden. Content is king, user is king. Also nach Ihrer Präsentation, Herr Hillebrand, glaube ich, der Zugang, glaube ich, ist der Königsweg in Zukunft. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich habe also auch an die 5 Geräte zu Hause stehen, den Receiver und den DVD, den Blu-ray-Player natürlich und all die Dinge. Und es wäre wirklich toll, wenn Sie diese eine Fernbedienung entwickeln, mit der wir wirklich alles einstellen und bedienen können, ohne dass die Kinder zum Beispiel es wieder irgendwie verstellen können und man wieder am nächsten Tag komplett von neuem anfängt, das System aufzubauen. Aber ich will das überhaupt nicht negativ sehen, meine Damen und Herren. Ich bin ja hier, um Ihnen zu erzählen, wie wir in der Audi-Kommunikation sehr positiv und vorausschauend mit diesem Thema Smart TV umgehen. Ich will das Ganze so ein bisschen einbetten in unseren allgemeinen Ansatz der Kommunikationsstrategie, die wir bei Audi haben. Und ich sage es hier nochmal ganz klar, ich bin in der Kommunikation und nicht im Marketing. Also wir sind die Abteilung, die traditionell eben
die Redaktionen und die Journalisten betreut als Kunden. Aber das hat sich geändert. Das werden wir auch gleich sehen. Und dann werde ich Ihnen sagen, was da ganz konkret bei uns der integrierte Content-Ansatz ist, also das Content-Management. Und am Schluss schauen wir ganz konkret rein. Ich will Ihnen ein paar Beispiele zeigen, was wir zum Beispiel als Audi auf der Smart-TV-Plattform präsentieren. Ich glaube, da kann ich relativ schnell drüber gehen. Es ist uns allen mittlerweile bekannt, dass eben der Top-Down-Ansatz überholt ist. Er wird natürlich immer noch praktiziert. Na klar, wir wenden uns immer noch an Automotorsport, an Autobild, an die Motorteile in den Tageszeitungen, jetzt natürlich auch an die Newsportale. Da müssen wir in Kauf nehmen, dass dort natürlich erstmal ausgewählt wird, gefiltert wird und wir haben nur begrenzt Einfluss darauf, was am Ende wiederum unsere Interessenten und unsere Kunden betrifft. Wenn Sie nach rechts blicken, sehen Sie einfach den Kommunikationsansatz, der vorherrschend ist. Heute kommunizieren alle untereinander. Und wir haben als Audi die Möglichkeit, eben alle zu erreichen, nicht nur die Redaktionen, sondern auch die Meinungsbildner, die Influencer, die Blogger, Fanclub-Seiten und natürlich auch den Käufer, den Interessenten, den Autointeressenten, den Menschen da draußen direkt. Und während wir noch bis vor ungefähr einem Jahr einen Log-on verlangten, um zu uns auf die Pressedatenbank zu kommen, haben wir das komplett aufgegeben. Viele Unternehmen heute verlangen noch von Medien oder von Ihnen, wenn Sie da mal draufschauen wollen, dass Sie sich anmelden, dass Sie sich einen Account holen mit Passwort und allem drum und dran. Das haben wir alles aufgegeben. Birgt natürlich auch gewisse Risiken, aber wir erschließen uns damit eben die ganze Welt und schließen auch niemand mehr aus. Ich habe immer so das Problem mit Content Marketing. Da gibt es ganze Seminare drüber, aber da wird man keine drei Unternehmenssprecher finden, die sich einig sind, was da alles dazugehört. Es ist nur so, dass wir zusammengenommen sehr viele Zielgruppen auf unterschiedlichsten Kanälen mit den unterschiedlichsten maßgeschneiderten Angeboten erreichen wollen. Und das Wichtigste ist vielleicht sogar rechts unten, das Storytelling. Wir wollen eigentlich alle mit emotionalen, guten Geschichten erreichen. Und da sind wir uns sogar mit dem Marketing wieder einig. Die geilen Bilder, Action, ja, emotional, da wollen wir die Leute erreichen. Die Marketingkollegen setzen noch eins drauf mit ihren Hero-Stories, mit ein bisschen mehr Hochglanz. Und bei uns gibt es am Ende vielleicht noch eben ein Datenblatt mit den technischen Daten eines Fahrzeugs dazu, einem Konfigurator oder eben Dingen, wo man einfach noch ein bisschen mehr Informationen erhält. Konkret gehen wir unsere Unternehmenskommunikation nach außen mit einem großen Portal an. Das ist das sogenannte Audi Media Center, links oben. Wer es nicht kennt, das ist eine Pressedatenbank, in der Sie alles finden, was es zu Audi zu berichten gibt. Es geht auch sehr weit zurück und Sie finden dort Texte, Mediainformationen, Fotos, Videos. Sie haben dort die Social Media Hubs, einen echten Newsroom, in dem Sie auf einen Blick alles sehen, was derzeit aktuell ist. Ich bin auch ganz stolz, ich kann hier eine Erfolgsmeldung mitbringen. Wir haben unter 75 Marken, großen Konzernen den ersten Preis belegt bei Net Federation. Die haben sich alle Pressedatenbanken Deutschlands angesehen und haben unsere mit dem ersten Platz bedacht. Sieht gar nicht so spektakulär aus, das war uns auch klar, na, das könnte man noch ein bisschen fancier machen vom Design, vom Layout her, aber die Bedienung war uns sehr wichtig und wenn Sie da mal reinschauen und sich mal ansehen, wie das funktioniert, bin ich froh, wenn Sie mir mal Rückmeldung geben, auch wenn Sie noch Verbesserungsbedarf finden. Eingebettet in das Audi Media Center ist Audi Media TV, genau drunter. Das ist unsere Bewegtbildplattform. Dort finden Sie vom Footage, also vom Rohmaterial, mit dem Medien sofort arbeiten können, bis hin zum Hochglanzfilm, selbst von unseren Marketingkollegen vielleicht, ja, der T-Rex-Film, der gerade jetzt im Internet Wellen schlägt, alles, was Audi anzubieten hat. Der Journalist zum Beispiel kann sich mit einem Mausklick drei Auflösungsstufen des Rohmaterials, des neuen Audi
Q5 runterladen, den wir gerade jetzt in Mexiko vorgestellt haben. Und er kann in 5 Minuten im Schnitt sitzen und damit arbeiten. Ein ganz normaler Autointeressent kann sich aber genauso seinen Lieblingsfilm von Audi in Sekunden runterladen, dann vielleicht in einer geringeren Auflösungsstufe, und er kann ihn auf dem Smartphone mitnehmen oder kann ihn teilen auf Facebook und damit zeigen, dass er Audi-Fan ist. Also das ist, es ist eben mehr als nur ein Medientool, es ist so ein kleines Fernsehprogramm eben für Audi. Ja, und wir sind dann mit Mac Media vor eigentlich noch nicht so langer Zeit, vor einem guten Jahr ins Gespräch gekommen und haben uns mal angesehen, was da auf der Smart-TV-Plattform los ist. Da gab es eine alte Audi-App, über die wollen wir heute nicht mehr reden, die ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber es war für uns die Möglichkeit da, mit Audi Media TV genau diesen Platz zu übernehmen. Und das war für uns sehr verlockend, weil wir wussten, naja, heute arbeiten selbst Journalisten in Redaktionen mit großen Screens, was viel mehr Spaß macht, um da mal was zu sehen. Genauso wie die Kunden eben zu Hause vielleicht auch mal einen neuen Audi in einem schönen Film auch auf einem großen Fernseher im Wohnzimmer erleben wollen. Und deshalb sind wir da rangegangen. Das Design sehen Sie hier. Und wir haben dort unterschiedlichste Programme, zum Beispiel auch Live-Übertragungen. Wie Sie da links unten sehen, aus Paris, das war eben der Pariser Autosalon. Wir übertragen dort Rennen unserer eigenen Serien oder zeigen Ihnen Weltpremieren zu neuen Fahrzeugen, eine Minute, nachdem diese Autos irgendwo auf dieser Welt enthüllt werden. Das Interessante für uns daran ist eben, dass wir selbst entscheiden können, was wir zu den Interessenten daraus bringen. Wir selbst sind die Agenda-Setter, wir selbst sind die Gatekeeper und sind nicht mehr darauf angewiesen, dass uns irgendein Journalist oder irgendeine Redaktion durchlässt. Insofern haben wir eine ganz neue Schnittmenge von Kunden, von Stakeholdern da draußen, Journalisten, First Movers, Meinungsbilder und natürlich auch Kunden. Klar, dass wir als Audi, als Premium-Hersteller auch einen Anspruch haben an hochwertige Umsetzung. Das muss gut bedienbar sein, das muss gut erreichbar sein und das muss natürlich auch gut produziert sein. Stellen Sie sich vor, wir haben bis vor kurzem noch Journalisten zu einer Automesse in Shanghai oder in Paris oder nach Frankfurt auf die IAA eingeladen und dann hatten wir dort Platz für vielleicht 300 oder 400 Leute. Heute streamen wir die Pressekonferenz live über Audi Media TV im Audi Media Center. Klar, Sie können es auf dem Smartphone sehen, Sie können es gerne auf dem Tablet sehen, aber Sie können es auch eben überdimensional, super scharf und immer öfter sogar in 4K im Wohnzimmer oder im Büro sehen. Ladies and Gentlemen, please welcome the Chairman of the Board of Management, Rupert Stadler. Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to Audi. The three new models symbolize what our brand stands for. It's sporty, efficient, and digitally connected. The new Audi S5 Sportback. I would like to introduce today the next highly successful Q5, a world premiere. Also, der Journalist muss gar nicht mehr nach Paris fahren. Das ist manchmal sehr zeitaufwendig, sehr teuer. Er kann sich ganz gemütlich in die Redaktion setzen und die Pressekonferenz live auf einem großen Screen miterleben. Und genauso kann es der Audi-Interessierte, der Audi-Kunde und der Audi-Fan. Wir hatten noch vor einem Jahr in Paris 1.000 User, die sich auf dem PC oder auf dem Smartphone damals die PK ansahen. In diesem Jahr waren es bereits 18.000. Jetzt sagen Sie vielleicht, das sind gar nicht so viele Zahlen, aber überlegen Sie mal, das sind
immer noch sehr viele Meinungsbildner und Journalisten mit dabei und die schauen sich freiwillig eine manchmal mehr oder weniger spannende Pressekonferenz an. Dann gibt es Themen, die bringen wir gar nicht so ohne weiteres in die Medien rein. Zum Beispiel einen Markenpokal namens Audi TT Cup. Das ist total spannend, aber wenn wir das im Fernsehen unterbringen wollen, müssen wir Unsummen an Placement-Fees bezahlen und so streamen wir es einfach selbst. Okay, das war eins zu weit. Ich gehe nochmal zurück. Mal schauen, ob es geht. Okay. For 8 years now, the Audi Q5 has been an off-road vehicle, a city SUV, and an elegant travel companion. My name's Martin Haven, and this is your very own exclusive preview to the brand new Audi Q5. Well, in here, you're going to be reminded of nothing quite so much as your smartphone. Here on the big infotainment platform, you'll find everything the driver's heart desires. Audi Connect services, driver assistance, and of course, music. The suspension of the new Q5 combines our customary driving comfort with technical innovations. Das war jetzt schon die Weltpremiere des Audi Q5. Das ist ein Film, der wenige Sekunden nach dem End of Secrecy, wie wir sagen, also nach der Weltpremiere, sofort hier verfügbar ist. Den können sich die Leute zu Hause anschauen, den können sie aber auch sofort downloaden, wenn sie auch noch einen Computer oder ein Smartphone mit dabei haben. Und diese Filme werden embedded und sind am nächsten Tag weltweit im Netz vorhanden. Und was ich vorher ansprach, war zum Beispiel noch der Motorsport. The final race of the Audi Sport TT Cup season for 2016 is about to get underway now. Dennis Marshall and Yunus Lapalainen. Marshall gets a good start, but Yunus Lapalainen gets an equally good start, which means he's going to deny Dennis Marshall going into turn number one. Or is he? Dennis Marshall carries a little bit more speed, goes into the runoff area, but you can use that almost as a slingshot. And it is Dennis Marshall that is in the lead. You can see the blue light in the windscreen being used. That's the push-to-pass facility. So Yunus Lapalainen then has to slot into P2. They were side by side, but as I said, using that runoff area, you can almost get a bit of a slingshot, Alex, and use that to your advantage. Yes, usually it shouldn't be like this, but yes, before crossing a collision, it's better you run off. But you should try to stay within the lines, which is the rule, but also the race director said for the first lap, if it's fine if you run a little bit wide. Tim Burton then we saw running out wide very much, and Yunus Lapalainen is really under pressure now from Phil Ellis, who's the car that's running in P3 at the moment. Expect Niklas Nielsen to try and make moves up the order as out goes Simon Larsson. It's a race retirement for Simon Larsson because he's also ich hatte vorher schon gesagt, um sowas ins Fernsehen zu bringen, national oder international, müssten wir ansonsten sehr viel Geld in die Hand nehmen. So machen wir unser eigenes Fernsehen und sind hier beim Kunden im Wohnzimmer ohne einen extra Cent zusätzliche Ausgaben. Wir haben hier links nochmal sozusagen unser Design. Man hat sofort oben eben die Rubriken. Wir sind bei Unternehmen, Modellen, wir sind bei Ultra HD, also bei unseren 4K-Filmen. Und wir kündigen auch sofort immer wieder an, welche Next Live-Events wir dazu haben. Hier noch ein paar Zahlen. Wir bedienen hauptsächlich internationales Publikum mit englischem Content. Wir sind bei derzeit ungefähr 47.000 Besuchern pro Monat, haben mehr Aufrufe am Wochenende, was auch wieder beweist, dass der Zuschauer sich im Lean-Back-Modus befindet. Und er schaut zur gleichen Zeit auch, wie die meisten Menschen lineares Fernsehen schauen würden. Die Videoabrufe haben sich ordentlich gesteigert. Wenn wir mal sehen, wir sind im März gestartet und wir sind bis auf über 200.000 Videoaufrufe pro Monat jetzt mal gekommen. Im August und im September, in diesen klassischen Sommermonaten, geht das auch wieder ein bisschen runter, aber die Kurve zeigt für uns ganz klar nach oben. Noch einmal, für wenn jetzt jemand vom Fernsehen hier ist, dann wird er sagen, was sind das für Zahlen? Lächerlich. Für uns
sind es absolut hochwertig qualitative Kundenkontakte da draußen, die sich freiwillig in ihrem Wohnzimmer tolle Audi-Filme anschauen und im nächsten Schritt vielleicht mehr Informationen einholen und mal auf den Konfigurator gehen und schauen, was kostet der. Das Auto interessiert mich. Und man kann im nächsten Schritt die Bedienung noch mehr verfeinern. Wir reden gerade über so eine Second-Screen-App, mit der man vom Smartphone aus noch viel besser dirigieren kann. Und wir werden vielleicht mittelfristig auch einen Konfigurator direkt mit einbauen. Dann kann der Zuschauer eben sofort sehen, was kostet eigentlich der R8 oder der Q5. Und damit wird das Ganze auch fürs Marketing am Ende interessant. Danke. Besten Dank. Setz dich nochmal ganz kurz. Ja, vielen Dank, Wolfgang. Eine Anmerkung habe ich persönlich dazu. Ich nutze die Audi-App auch sehr, sehr häufig. Die 24 Stunden Livestreaming von Le Mans. Das ist das, was mich am meisten bis dato bewegt hat an der Stelle, weil das war nun wirklich mal etwas, was man sonst nicht mehr im klassischen Fernsehen sieht. Jetzt wechseln wir wieder die Technologie zurück zu Apple, wollen wir hoffen, dass das funktioniert und begrüßen Annika Karstadt, Europa-verantwortlich für Kommunikation bei DJI, ein junges, dynamisches Unternehmen. Sie wird uns kurz DJI vorstellen. Wir sehen, die Marken haben unglaublich viel zu erzählen. Wir werden dann hinterher die kleine Diskussionsrunde im Staccato durchführen müssen. Aber DJI ist ein sehr, sehr spannendes Unternehmen und haben eine sehr, sehr innovative und kreative Wege vor sich, ihre Marke zu inszenieren und zu präsentieren. Und ich überreiche dir direkt das Wort, den Leuten das näher zu bringen. Danke, Annika. Dankeschön. Danke, Gerd. Hallo zusammen, mein Name ist Annika Karstadt. Ich verantworte den PR- und Kommunikationsbereich bei DJI. Und vielleicht haben einige von Ihnen noch nicht von uns gehört. DJI steht für Dangjiang Innovations. Wir sind ein chinesisches Unternehmen und sehr stolz darauf, dass wir eines der wenigen chinesischen Unternehmen sind, die etwas erfunden haben und nicht nur kopiert. DJI ist ein sehr junges Unternehmen und wir sind globaler Marktführer im Bereich der Kameradrohnen. Dieser junge Mann hier, Frank Wang, hat mit 24 Jahren unser Unternehmen gegründet. Er war Helikopterpilot und vor allen Dingen Modellflugliebhaber, aber auch Ingenieur. Und unser erstes Produkt, was wir auf den Markt gebracht haben, war ein sogenannter Flight Controller. Man kann sagen, das Brain, also das Gehirn einer Drohne, mit dem sie es schaffen, unsere Multikopter wirklich schwebend in der Luft zu halten. Frank Wang hat es geschafft, DJI sehr schnell nach vorne zu bringen. Das heißt, 2006 waren wir 20 Mitarbeiter. In diesem Jahr haben wir die 6000 Mitarbeiter-Marke geknackt. Wir haben überall Büros, wie man sieht. In Europa haben wir unser Headquarter in Frankfurt vor einem Jahr eröffnet. Von hier aus steuern wir die Bereiche Event, Marketing, PR, B2B, aber auch Video und Content. Des Weiteren haben wir ein Service Center hier in Bayern, in Rotterdam, ein Storage, also ein großes Warehouse und ein weiteres Büro in Amsterdam. Unser Hauptsitz ist in Shenzhen. Ganz besonders hervorheben möchte ich auch nochmal, dass in Shenzhen ca. 2000 Menschen in der R&D arbeiten. Das heißt, wir sind ein großer Innovationsmotor. Wir haben auch in diesem Jahr unsere ersten Flagship-Stores eröffnet, weil wir der Meinung sind, unsere Produkte, die muss man einfach zeigen, die muss man vorführen. Wir müssen Excitement hier kreieren. Hier ein kleiner Überblick über unsere Produktreihe. Wir decken nicht nur den Konsumentenmarkt ab, zum Beispiel mit unserer Mavic Pro, unserer neuesten Drohne, einer Art faltbaren Multicopter. Standardmäßig sind alle unsere Produkte mit mindestens 4K-Kameras ausgestattet. Phantom hat man vielleicht schon mal gehört, können Sie auch gerne bei uns unten am Stand bewundern. Die meistverkaufte globale Drohne. Wir haben professionelle Produkte wie die Inspire mit austauschbaren Objektiven. Hier zum Beispiel hervorzuheben, es gibt eine Kamera in RAW-Qualität, aber auch eine Thermalkamera, die zum Beispiel beim Feuerwehreinsatz genutzt wird. Des Weiteren haben wir B2B- und Industrielösungen, wie zum Beispiel die Agras, eine Landwirtschaftsdrohne, oder auch Ronin MX, die Ronin-Produkte. Diese werden hauptsächlich in großen Hollywood-Produktionen eingesetzt.
Wir bewegen uns gerade in Europa in ganz vielen Bereichen. Das bedeutet zum einen im B2B-Sektor Rettungseinsätze, Überwachung. Wir kooperieren mit der Lufthansa. Die schauen sich zum Beispiel ihre Windmühlen und auch Flugzeuge ganz genau mit unseren Drohnen an. Aber auch im Bereich Sport sind wir hier führend. Denn mit unseren Drohnen können Sie nicht nur atemberaubende Bilder, Videos, Content kreieren, sondern Sie haben auch die Möglichkeit, über unglaubliche 5 bis 7 Kilometer eine Live-Übertragung auf TV oder selbst in den Produktionswagen, in den Ü-Wagen hier zu generieren. Wir arbeiten sehr viel auch im Research- und Rescue-Bereich, bei der Bergrettung, aber natürlich auch mit großen TV- und Produktionsfirmen. Ja, wir sind sehr stolz darauf, globaler Marktführer zu sein mit 70% Marktanteil und 2005 haben wir unseren Umsatz verhundertfacht. Sie sehen ein sehr starkes Wachstum, ein großer Wachstumsmarkt, sicher auch aufgrund von starken Partnern. Ups, so. Wie zum Beispiel Audi natürlich, aber auch Falken, Hasselblatt, die Lufthansa und so weiter. Wir kooperieren hier in allen Bereichen, im Eventbereich, jetzt auch im Content-Bereich und arbeiten uns gerade in Europa ein bisschen näher auch an den Konsumenten ran, um auch das Thema Drohne oder die Angst vor dem Thema Drohne hier zu nehmen. Ganz besonders stolz sind wir, dass wir uns vom militärischen Einsatz komplett distanzieren, aber eben im Bereich Research, Rescue und humanitäre Missionen hier eine Vorreiterrolle spielen, aber natürlich auch Education und Umweltschutz. Und Bilder sagen immer mehr als 1000 Worte. Ja, Sie sehen spannende Einsatzfelder und teilweise wären diese Bilder vorher ohne unsere Kameradrohnen gar nicht möglich gewesen. Gerade im Bereich Sport, wenn Sie jetzt mal an das Rallye-Auto denken, Sie kommen mit unseren Drohnen, die teilweise 80 km/h fliegen, bis zu 2 Meter an das fahrende Auto ran. Diese Bilder sind natürlich unglaublich faszinierend für alle Fans und deshalb sehen wir uns bei DJI auch nicht rein als Hersteller, sondern auch als Content-Provider.
Hier im Rahmen der Media Days stellen wir auch sozusagen unsere erste Smart TV App vor. Wir sind hier sehr stolz, mit einem starken Partner zusammenzuarbeiten, denn wir glauben, diese Bilder, die so unglaublich faszinierend, die machen auch nur Sinn auf dem Big Screen. Also unsere Produkte werden meistens genutzt mit Smartphones oder Tablets, aber warum sich so wunderschöne Landschaftsaufnahmen oder auch Actionbilder nicht auf dem großen Screen anschauen? DJI als junges, aber auch innovatives Unternehmen sucht natürlich auch nach neuen Vermarktungswegen. Das heißt, die Luftbildfotografie und diese hochwertigen, qualitativen Inhalte möchten wir auch den Nutzern zur Verfügung stellen. Wir möchten die Steigerung und Faszination für unsere Technik den Kunden präsentieren und vielleicht auch ein Stück weit zeigen, wie einfach man diese Bilder selber machen kann. Wir starten jetzt zum Ende des Jahres mit der ersten DJI Smart App. Und wie das Ganze aussieht, kann ich Ihnen ganz kurz mal demonstrieren. Man muss dazu sagen, die App ist aktuell noch ein bisschen in der Beta-Version. Man kann sie aber auch unten an unserem Stand bewundern und wir werden sie kontinuierlich ausbauen. Das ist quasi der Homescreen, den Sie jetzt sehen. Vom Homescreen aus haben Sie erstmal die Möglichkeit, verschiedene Sprachen zu wählen. Wir werden diese App in 9 verschiedene Sprachen, dazu gehört natürlich Chinesisch, Englisch, Portugiesisch, Italienisch, Deutsch, Französisch und Spanisch bis zum Ende des Jahres fertig haben. Wir haben die sozusagen die DJI World, das ist so der erste Screenshot, den man hier sieht, der Homescreen, und verschiedene Sektionen. Die Elemente sind auf transparentem Hintergrund gestaltet. Wir haben ein inaktives DJI-Logo und von hier aus hat man eben die Möglichkeit, verschiedenen Content sich anzuschauen. Annika, ich würde die Herrschaften gerne bitten, an unseren Stand zu kommen und sich die App wirklich anzusehen. Die ist genauso spannend. Wir sollten pünktlich hier fertig sein und wir überziehen mächtig, weil wir so fantastische Präsentationen jetzt hier gesehen haben. Ich würde aber gerne alle Partner noch mal einmal auf die Bühne bitten, weil ich doch von jedem noch mal ein ganzes kurzes Statement haben müsste, bevor wir dann relativ zeitnah das Thema räumen müssen. Sie sehen ja emotionale Bilder auf dem Smart TV. Das ist im Grunde das, was Marken für sich jetzt entdecken. Sie werden zu Broadcastern und jeder hat jetzt so ein bisschen die Faszination laufen lassen von seiner eigenen Marke. Ich darf bitte alle hier nochmal an Bord bitten und dazu auch noch Peter Christmann, den Chairman von der Goldbach-Gruppe, der uns eigentlich noch zu dem Thema Vermarktung etwas sagen sollte. Ich würde gerne jedem noch mal eine kurze Frage stellen und ein kurzes Statement geben. Vielleicht fange ich mit Annika an. Welche Ziele habt ihr in der nahen Zukunft für dieses Thema? Was wollt ihr mit eurem digitalen Flagship Store erreichen? AJ, please, come on. Die Smart TV App für uns ist ein globales Projekt. Das heißt, wir möchten, wie gesagt, die Ästhetik der Luftbildfotografie den Menschen näher bringen. Natürlich einhergehend mit einer Art Shop-Konzept. Das heißt, auch dem Käufer die Möglichkeit zu geben, hier über einen einfachen Weg die Produkte zu kaufen. Wir werden diverse Tutorials haben und arbeiten auch aktuell gerade daran, das alles zu personalisieren. Das heißt, die eigenen Inhalte auf dem Big Screen zu bekommen. Denn ich bin persönlich sicher, das Droney ist das Selfie der Zukunft. Und ich denke, da schwimmen wir auf jeden Fall hier auf der richtigen Welle. Okay. Wolfgang, Kommunikationsstrategie. Wie verändert sich deiner Meinung nach die Kommunikationsstrategie, wenn der Konsument auf dem Fernsehgerät jederzeit weltweit diese Informationen jetzt auch zur Verfügung hat? Das birgt eine Menge Chancen, aber auch ein bisschen Risiko. Für uns bedeutet das, dass wir die globalen Menschen von Anfang an im Blick haben müssen, wenn wir etwas produzieren, in verschiedensten Sprachen, so ähnlich wie bei Ihnen auch, auch unter Berücksichtigung von vielleicht bestimmten sozialen oder auch politischen Einschränkungen. Nicht jedes Video ist für jeden Markt geeignet, würde ich sagen. Und man muss ein dickes Fell haben, das betrifft jegliche Social Media und Online-Kommunikation. Wenn man sich da draußen positioniert, muss man auch als Marke mal akzeptieren, dass es vielleicht kritische Kommentare gibt. Wunderbar, danke. Kai, wo entwickelt sich das Fernsehen, das Smart-TV-Fernsehen in naher Zukunft? Sie haben zig Millionen Fernsehgeräte verkauft, die Smart-TV sind. Wie viele User habt ihr tatsächlich und was sehen wir als nächstes von Samsung? Darf ich ganz kurz, es tut mir auch sehr unangenehm. Das Problem ist, wir haben wirklich jetzt den Cut. Jetzt der neue Panel. Ich habe da Gäste, die warten. Ja, wunderbar. Eine Frage, gibt es die Möglichkeit, weil Sie haben es so angeboten, am Stand die
Diskussion vielleicht zu führen. Es tut mir wahnsinnig leid, ich finde das Thema auch extrem spannend. Ja. Aber ich muss auch fair sein, dem Na, selbstverständlich. Gast gegenüber. Und deswegen, es tut mir extrem leid. Und vielleicht können wir das nächste Mal bei dem spannenden Thema auch mehr Zeit einplanen. Ja. Das ist mir sehr unangenehm. Okay, ja. Am Stand? Ja, selbstverständlich. Wir können uns gerne am Samsung-Stand oder aber auch am DJI und Macmedia-Stand treffen. Ich würde den DJI und Macmedia-Stand vorschlagen. Dort kann man das ganze Thema auch präsentieren und wir stehen Ihnen da weiter zur Verfügung. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ja, auch Herr Christmann von Goldbach ist da, der die Möglichkeiten für die Vermarktung in der Zukunft darstellen möchte. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche noch einen wunderbaren Nachmittag. Ich wünsche dem Folgepanel auch genügend Zeit zu haben, das Thema zu Ende zu führen. Wenn wir hier jetzt leider einen klaren Cut machen müssen, ich hoffe, es war für Sie trotzdem sehr interessant. Besten Dank. Applaus